Hey, willkommen zu einem neuen Video. Du musst immer dampfen, oder? Ja. Wir haben mal was anderes vor, ein Video zu machen, da wir über einen Baumarkt waren. Hi. andere Location, wir sind nicht in unserer Wohnung, wir sind in der Garage. Weil wir wollen was basteln, bauen. Und zwar, was wollen wir bauen? Warum muss ich das sagen? Damit du auch was sagst. Wir bauen Möbel. Spezielle Möbel. Ja, spezielle Möbel. Und zwar 4 davon. Mindestens. Ja, und im Video ist wahrscheinlich jetzt auf jeden Fall ein Teil erstmal davon zu sehen. Da versuchen wir jetzt heute Abend erstmal viel zu bauen. Ja, wir haben schon Abend, Donnerstagabend. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Nehmen euch ein bisschen mit und zeigen euch am Ende das Ergebnis vom ersten auf jeden Fall. Es geht um ein Andreaskreuz. Ja. Mal gespannt, wie es wird. Ja. Wir haben das hier jetzt schon mal so ein bisschen hingelegt. Okay, Hunde laufen immer ein bisschen rum. Ja, schlimmer, wenn zwei Hunde hat, die super neugierig sind und immer dazwischen laufen wollen. Willst du was messen und der Hund läuft dahin, dass du den nicht mehr siehst? Ja, auf jeden Fall, wir haben das ja jetzt mal auf den Boden gelegt. Wir hatten es gerade schon mal hingestellt und geguckt, wie es passen würde. Hatten schon Angst, dass das Holz ein bisschen kurz sein könnte, aber es geht gerade so. Erzähl mal, wie du es jetzt so vorhast. So, wie es da liegt, schon mal nicht. Das Ganze kommt dann so. So aufeinander. Eventuell fräse ich das aus mit der Oberfräse. Ja. Mal gucken. Das ist erstmal der Plan? Ja. Okay. Genau. Cool, das Ding ist weg. Sollte es rechnerisch passen. Been open-ended, we just been hoping we ain't have to say it's over-ended. But the wound is open, let it be, you let it be. Love it and set it free, but the end of you and me. I thought this new to me, but I just gotta know. How come when we chillin' everything, it feel the same? Feel the same, I just gotta know. How come when I pull up, I'm like, here we go again? Go again, that's why I just gotta know. Can you
the deal. I'ma go ahead and tell you how I feel. I just gotta know, can we keep it real? Lately I'm losing, I've been losing myself. Can you tell me what the deal? I'ma go ahead and tell you how I feel. I just gotta know, can we keep it real? Lately I'm losing, I've been losing myself. When did we change? When did all the love that we had go away? Yeah. When did we change? When did all the love that we had go away? I just gotta know. Got me in my feelings. Scared I beat to reach the ceiling. And it's not appealing. Thoughts to iron trying to deal with. Cause I'm feeling like I ain't enough. And I'm terrified I'll never find another. You never be another us. But why it took me ending us? Just get that picture up. I wish it was. But that ain't us. And that was love. But we a different us. I'm flawless. I'm not to blame for all this. I'm trying to say that you was. I just know it's time to call it. I just gotta know. Can you tell me what the deal? I'ma go ahead and tell you how I feel. I just gotta know. Can we keep it real? Lately I'm losing, I've been losing myself. Can you tell me what the deal? I'ma go ahead and tell you how I feel. I just gotta know, can we keep it real? Schön, also jetzt beide Teile schon ausgefüllt. Korrekt. Schick geworden. Ja, ist gut. Ja. Also ich meine, ich hätte hier ein bisschen mehr darauf achten können, dass das, was ich auf der anderen Seite gemacht habe. Und man sieht es da und da voll viel Spiel. Das war also nicht hundertprozentig gerade. Auf der anderen Seite habe ich dann ein bisschen eher drauf geachtet. Und da hat es funktioniert. Etwas besser, auch nicht perfekt, aber. Ja, aber sieht doch gut aus. Reicht. Passt auf jeden Fall gut rein. Ja. Jetzt zusammen machen? Ja, wie? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Holzleim? Ja, zum Beispiel. Am ehesten, ne? Ja. Dem ist kalt, der will nicht. Eingefroren. So ungefähr. Oder leer. Ne. Noch drin. Sehr stark angetrocknet, habe ich das Gefühl. So geht's natürlich auch. Was soll ich sonst machen? Weiß ich nicht. Ich zweifle übrigens, dass das sehr viel bringt mit dem Leim. Weil die Flächen ja nicht hundertprozentig gerade sind. So glatt und so. Aber das ist ja, wenn du eh noch ein bisschen Schrauben reinmachen willst, dann sollte es ja so halten. Ja. Definitiv. Ja, könnte schon. Gucken unten raus mit Sicherheit, ja. Dann muss ich die am Ende noch abschneiden. Hä? Der hat gerade gepasst. Ich hab dann doch den falschen gegriffen. Ja, hab ich.
trifft, dann säge ich den Schuss noch ab. Ist das auch schon so gut wie fertig? Mhm. Stimmt, hinten die Kacke muss ich jetzt mal abflexen, die Schrauben. Mache ich das jetzt direkt oder? Ja. Ich. Geht nicht. Doch. Aber schwer. Ui. Ich bin dumm. So. Jetzt absägen. Gerade schon hochgeholt. Wir haben jetzt noch solche Haken zum dran befestigen. Die schrauben wir jetzt noch dran, damit man noch ordentlich Handschellen und sowas dran festmachen kann. Ich habe eine Schraube, gucken die Schrauben jetzt raus. Mhm. Das ist ein dickeres Holz. Alleine schon deswegen. Auch weil es besser hält. Sabine alles und so. Ja. Für die Befestigung kannst du dir mal erzählen, was wir uns da so überlegt haben. Ja. Also wir wollen wahrscheinlich noch Holzblöcke hier neben dran machen, also einer halt hier dahinter und einer auf dieser Seite, damit man da mit Abstand. Mit Abstand das beste Kreuz machen kann. Ja, richtig. Ja, und damit halt nachher die Tür aufgeht, dass man das Kreuz auch immer wieder daran abmachen und wieder befestigen kann. Irgendwas machen. Da oben halt bringt nicht viel. Ich hab da gehalten. Ja, da bringt nicht viel. Das vermute ich noch mal ändern will. Mhm. Die kann man wahrscheinlich besser hier dran machen. Irgendwie so. Ja. Vor allem unten. Egal. Ich bedacht aber auf die Schlange.
Wir lassen es jetzt erstmal so, aber wir haben ja vor, auch nochmal wahrscheinlich irgendwann anderes zu bauen mit dickerem Holz. Genau. Aber jetzt erstmal für den Zweck tut's vielleicht das auch. How come when we chillin' everything feel the same? Feel the same. I just gotta.